Es war so, dass sie uns halt geschlagen haben, worauf, also wann sie wollten. Haben das Hinterteil von der Waffe sozusagen so im Kopf geschlagen. Ich habe ja gesehen, wie meine Mutter oder meine Oma geschlagen wurde. Und ich dachte mir so, okay, krass, ich hätte schon gerne dieses Macht, es zu verhindern. Aber ich hatte es nicht. Ich war hilflos. So. Und du warst ja auch nur ein Kind. Ich war noch ein Kind mit meinen 10 Jahren. Ich stelle mir auch vor, dass es selbst als erwachsene Frau für deine Mutter oder Oma dann trotzdem ja auch schwer ist, was zu machen. Wie hat deine Mutter da versucht, dich zu beschützen zum Beispiel? Sie hat immer gesagt, mach die Augen zu oder schau nicht hin. Oder sie hat halt versucht, immer das Gute zu sehen. Aber es gab nicht das Gute in dem Moment so. Aber sie wollte immer für uns nur das Beste und hat dann halt oft gesagt, ey, Liebes, mach deine Augen zu, okay, es wird wieder alles gut. Es hat nicht wehgetan sozusagen. Obwohl ich gesehen habe, okay, der Schmerz sehe ich doch in deinen Augen.